Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Storytime. Ich muss eigentlich gar nicht groß darum rumreden, ihr habt es im Titel bereits gelesen. Und zwar werde ich euch heute meine Geschichte erzählen, wie ich zum Islam gekommen bin. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges und auch ein sehr, sehr persönliches und emotionales Video irgendwo durch. Ich habe mich auch lange nicht bereit dazu gefühlt, dieses Video zu machen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir auch lange überlegt, wie fange ich das Ganze an, wie erzähle ich am besten meine Geschichte und will ich das überhaupt? Ne, man kennt es, wenn man mit solchen Sachen an die Öffentlichkeit geht, bei einigen kommt das super gut an, bei einigen vielleicht eher weniger. Ich musste mich auch erstmal selber in der Religion finden, in mein neues Leben so ein bisschen reinkommen. Ja, heute kann ich wirklich sagen, Alhamdulillah, ich bin in meiner Religion wirklich angekommen. Ich weiß, worum es geht, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was der Islam mit mir macht, was er mir gibt und wie gut es ist für mich und deswegen bin ich auch bereit dazu, das in die Öffentlichkeit zu tragen und euch das Ganze zu erzählen. Und ich bin Muslim, Leute. Für einige mag das jetzt bestimmt mega eine Überraschung sein. Die hätten vielleicht gar nicht damit gerechnet. Aber ich denke, für die Mehrheit ist es nicht eine Überraschung. Ich glaube, fast jeder von euch hat das so ein bisschen geahnt, dass ich Muslim bin. Denke ich zumindest. Falls nicht, bin ich selber echt auch schockiert, wenn ihr das nicht gedacht habt, denn ich habe wirklich viele Andeutungen gemacht, ne, Ramadailies, auf Instagram, auf YouTube, whatever. Naja, egal, um das geht es jetzt nicht, sondern ihr wollt bestimmt meine Geschichte hören und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Macht euch gemütlich, holt euch was zu snacken, denn das wird auf jeden Fall eine lange, lange Story. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, also ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Ich habe dieses Video übrigens auch schon zweimal gedreht, aber nie gepostet, weil ich mich einfach nicht ready dazu gefühlt habe. Aber jetzt weiß ich, dieses Video wird inshallah gepostet. Ich habe mir übrigens auch noch so ein Bubble Tea geholt. Brown Sugar Bubble Tea. Die mich schon ein bisschen länger verfolgen, sollte eigentlich wissen, dass ich das mega mag. Ich hole mir immer den Brown Sugar Bubble Tea. Ich mag den sehr. Sieht immer so satisfying aus, oder? Ich hatte das schon super lange nicht mehr. Deswegen freue ich mich gerade unnormal. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Und zwar gehen wir zurück zu meiner Kindheit. Ich wurde nämlich von meinen Eltern überhaupt nicht religiös erzogen. Also Gott hat in meinem Leben wirklich nie eine große Rolle gespielt. Ich war auch nie im Religionsunterricht. Ich wollte auch nichts über Gott hören. Und Gott war allgemein in meinem Leben nicht so präsent. Also eigentlich gar nicht präsent, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich hatte aber auch eigentlich kein Wissen über Religion. Also ich wusste nicht, was der Unterschied zwischen Judentum, Christentum und Islam ist. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum gibt es drei Religionen? Warum gibt es drei Götter? Wenn es ja Gott geben sollte, dann sollte es ja nur einen Gott geben und nicht drei verschiedene. Und das war auch immer ein Grund, weshalb ich so Religion so ein bisschen nicht ausgelacht habe, aber mich so ein bisschen lustig darüber gemacht habe. Ja, so war es. Wenn es einen Gott gibt, dann gibt es nur einen und nicht drei. Und das fand ich immer so verwirrend. Und ich habe mich aber auch wirklich nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil es mich einfach nicht interessiert hat und es für mich auch einfach in diesem Moment kein Thema war. Ich muss auch sagen, wenn jemand mit dem Thema Gott zu mir gekommen ist, war ich immer so, bitte lass mich einfach mit diesem Thema in Ruhe. Es interessiert mich nicht und ich möchte auch darüber wirklich nichts hören, weil ich glaube nicht an Gott und akzeptiere das bitte einfach. Als ich dann so 15 war, bin ich ja mit Leo nicht zusammengekommen, also mein jetziger Mann. Leo ist ja als Muslim geboren, also er ist religiös auch erzogen worden und hat auch immer im Ramadan gefastet. Als er natürlich 15 war, da waren wir noch sehr, sehr jung. In diesem Alter, sage ich jetzt mal, kann sich noch sehr, sehr viel verändern. Und deswegen kamen wir in diesem Alter auch einfach mal zusammen, ohne große Hintergedanken. Wir haben nicht darüber geredet, wie sieht es mal in der Zukunft aus. Er ist Muslim, ich bin praktisch Atheistin, ja, kann man schon so sagen. Wie soll das bitte funktionieren? Und ja, ich erwähne das wegen Leo. Nicht, weil ich jetzt die Geschichte so erzählen möchte, dass ich wegen ihm kommentiert habe, weil ich weiß, dass es die meisten denken, die Dumme hat sowieso nur wegen ihrem Mann kommentiert, wurde sowieso gezwungen und manipuliert und er hätte sie niemals genommen, wenn sie kein Muslim gewesen wäre. So ist es nicht ganz gewesen, Karen. Es war schon so ein bisschen anders. Ich würde mir aber wirklich wünschen, dass ihr dran bleibt und bis zum Ende hört und dann gerne mal eure Meinung auch in die Kommentare schreibt. Wirklich sehr gerne. Solange alles sachlich und lieb geschrieben wird, bin ich sehr offen für Kommentare und auch für Meinungen. Und ich liebe auch den Austausch übrigens über dieses Thema. Deswegen sehr, sehr gerne. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Thema. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber es passiert irgendwie so schnell bei diesem Thema. Und ich rede schon wieder extrem schnell. Vielleicht liegt es auch im Zucker hier drin. Weil da ist sehr, sehr viel Zucker drin. Dann bin ich manchmal schon ein bisschen mehr aufgedreht. War ich stehen geblieben? Das fängt ja schon mal ganz toll an gerade hier, ne? Aber das Thema Leo und meine Beziehung ist eigentlich Nebensache. Ich erzähle das einfach nur, um euch so ein bisschen Kontext zu geben und eben auch schon von Anfang an direkt zu erwähnen,
dass es nichts mit dem Leo zu tun hat. Gut, dieses Thema hätten wir schon mal geklärt. Und ihr kennt das bestimmt alle. Die Eltern sind dein Vorbild. Du lebst einfach nach deinen Eltern. Du hinterfragst auch in deiner Kindheit nichts, weil für dich ist ganz klar, deine Eltern sind deine Vorbilder. Du vertraust ihnen, du glaubst ihnen auch alles. Und ihre Einstellung ist auch das, was du eigentlich glaubst. Und sie bringen dir ja das Ganze auch bei, ne? Und du lebst ja auch bei ihnen und das ist ja ganz normal. Mit circa 18 plus minus fing ich an, so ein bisschen zu hinterfragen. Ich bin dann langsam erwachsen geworden, ich hatte meinen eigenen Kopf. Man fängt da ja auch langsam an, umso älter man wird, sein eigenes Leben zu leben und vielleicht nicht immer derselben Meinung zu sein wie seine Eltern. Das ist auch ganz normal, das gehört auch dazu. Auf jeden Fall war das eine Phase in meinem Leben, die sehr, sehr schwierig war. Denn ich habe nicht nur alles hinterfragt, sondern ich hatte auch Ängste. Ich hatte furchtbare Angst vor dem Tod. Und das hat es dann auch so mit den Jahren entwickelt. Das heißt, am Anfang war das noch nicht so schlimm, aber das wurde immer wie schlimmer. Umso mehr ich mir einfach auch Gedanken über das Ganze gemacht habe und umso mehr ich mir auch diese Gedanken über den Tod gemacht habe, umso weniger hat alles Sinn gemacht für mich. Weil ihr müsst wissen, ich wurde so erzogen, dass nach dem Tod eigentlich nichts ist und dass ich dann einfach weg bin und einfach auf der Welt aus Zufall sind und halt einfach das Beste draus machen sollen, ein guter Mensch sein sollen, glücklich sein sollen und eben so leben sollen, eben so leben sollen, als wäre es unser letzter Tag heute und wir einfach eben das Beste draus machen sollen. Genau, so. Das sind eigentlich so diese Werte, die mir meine Eltern auch mitgegeben haben und die sind ja auch super schön. Da gibt es auch nichts dran zu meckern oder so. Ich unterschreibe diese Werte immer noch. Ich sag immer noch, genieß dein Leben und sei glücklich, sei ein guter Mensch. Mach das auf jeden Fall, also egal, ob du Moslem oder nicht Moslem oder was auch immer bist. Aber trotzdem so, was ist wirklich der Sinn des Lebens? Für mich ist es nicht der Sinn des Lebens, glücklich zu sein und ein guter Mensch zu sein, sondern da gehört für mich noch ein bisschen mehr dazu. Für mich. Und dann gab es ja auch noch Leo. Der Leo, der arme Leo, kommt jetzt hier richtig drunter unter den Kommentaren bestimmt. Er hat sie nur manipuliert. Ich muss es einfach ein bisschen mit Humor nehmen, weil, glaub mir Leute, ich habe schon so viele Sachen mir anhören müssen bei diesem Thema, dass ich da langsam so ein bisschen Witze drüber machen muss, weil sonst bekomme ich irgendwann mal wirklich die Krise. Und wie gesagt, Leo war ja religiös, also er wurde religiös erzogen. Er hat auch immer gefastet im Ramadan, also wirklich jedes Jahr. Und dann habe ich mir gesagt, okay Nina, faste doch einfach auch mal im Ramadan. Und mach mal so ein Selbstexperiment. Aber das war kein Experiment zum rausfinden, ob es Gott gibt oder nicht. Überhaupt nicht. Das war wirklich nur so aus Fun, ein Experiment zu starten, so ein paar Tage zu fasten im Ramadan, mal zu gucken, wie das ist. Und ich habe das Ganze übrigens auch gevloggt und auf YouTube gepostet. Super interessant, das heute anzusehen, weil ich halt damals noch ganz eine andere Einstellung hatte. Ich habe dann ungefähr 5 Tage gefastet, also nicht super lange, aber es war schon anstrengend. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Momentan ist ja gerade Ramadan. Ich möchte ein Selbstexperiment starten. So viele Leute, die ich kenne, fasten. Ich will auch mal selbst wissen, wie das ist und ich bin so gespannt, ob ich es durchziehen werde. Guten Morgen. Ich habe einfach gar keinen Hunger. Also mir ist eher schlecht, dass ich Hunger haben würde. Ich bin so müde. Ich habe so keinen Bock auf Essen. Guten Morgen. Ja, es ist jetzt 8 Uhr morgens. Ich habe keinen Hunger jetzt gerade, aber ja, trinken ist halt schon hässlich, dass ich nichts trinken kann. Ist Mittag, jetzt werden alle essen. Es gibt zwar Menschen, die essen, aber für mich ist das eigentlich kein Problem. Ich freue mich so aufs Essen, unglaublich, wirklich. Ich habe das Gefühl, man schätzt so das Essen viel mehr, als wenn man immer essen kann. Guten Morgen. Ja, falls ihr euch fragt, wo ich diese Nacht war, ich war im Bett. So geil aus, oh mein Gott. Und ich habe so Durst. Vorhin shoppen. Ich kann nicht mehr, ich habe so Durst. Baby, wirklich so. Entschuldigt sich die ganze Zeit bei mir, weil sie trinkt. Okay. Entschuldigung, nicht angenommen. Oh mein Gott. Für 1,5 Stunden, dann kann ich essen. Ja. Jetzt sind es genau 24 Stunden, wo ich nichts gegessen und nichts getrunken habe. Und ich muss sagen, jetzt ist es nicht mehr lustig. Also jetzt geht es mir auch richtig scheiße. Mir ist total komisch. Ich zittere richtig. Mein Kreislauf spinnt verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall ist jetzt ungefähr 2:30. Ich gehe aber jetzt ins Bett, habe kurz was noch gegessen. Guten Morgen. ja, ich bin in der Nacht aufgestanden und habe gegessen und getrunken. Ich bin stolz auf mich. Ich habe mich gerade eben geschminkt. Mir geht es momentan eigentlich relativ
gut. Ich habe keinen Hunger, keinen Durst. Es ist schon irgendwie so normal geworden, dass ich es gar nicht mehr einschätzen kann, ob ich noch Hunger habe oder Durst habe. Und ich werde heute sehr wahrscheinlich früher das Fasten brechen. Ich persönlich finde es nicht so schlimm, wenn ich jetzt das Fasten früher breche, weil ich mache es ja nur für mich. Nein, morgen ist auch nicht mehr. Ja, ich habe gestern tatsächlich das Fasten früher gebrochen. Ich habe auch bis jetzt noch nichts getrunken und nichts gegessen. Und es ist jetzt 1 Uhr. Aber ich weiß nicht, ob ich es durchziehen werde, weil irgendwie langsam habe ich so keine Motivation mehr. Irgendwie fehlt mir die Motivation. Keine Ahnung warum. Ich melde mich nochmal. Und zwar ist es jetzt so, ich habe das Fasten noch nicht gebrochen übrigens. Langsam einfach keinen Sinn mehr sehe, warum ich weiterhin fasten soll. Deswegen habe ich mich jetzt auch dazu entschlossen, aufzuhören. Ich mache es eigentlich total gerne, muss ich sagen. Ich finde es irgendwie schade aufzuhören, weil es hat mir echt irgendwie Spaß gemacht. Es war echt eine tolle Erfahrung. Ich kann es jedem weiterempfehlen, wirklich. Ich würde es auch wieder tun. Es ist auch wirklich nicht so schlimm, wie man es denkt. Ich denke, man hat mehr Erwartung. Also man denkt, es ist schlimmer, als es wirklich ist. Es ist echt überhaupt nicht schlimm. Ich würde euch gerne das Video unten verlinken. Also falls ihr Bock habt, da reinzuschauen, könnt ihr das gerne angucken. Ja, und dann nach dem Ramadan hat sich bei mir nicht groß was verändert. Ich erzähle euch das einfach, damit ihr dann so ein bisschen die Geschichte versteht. Bei dieser Ramadan hat nichts ausgelöst, das würde ich nicht behaupten, weil dazu komme ich später noch. Aber in diesem Moment und auch nach dem Ramadan, da war nichts. Da war nichts irgendwie anderes in mir oder so, gar nicht. Ich habe auch nicht irgendwie mehr an Gott gedacht oder so, gar nicht. Es war einfach für mich ein Selbstexperiment. Und ein Jahr später, 2020, habe ich mich dann nochmal dazu entschieden, ein Selbstexperiment zu starten und wieder zu fasten. Ich habe allen gesagt, dass ich wieder alles filmen werde, aufnehmen werde, auf YouTube posten werde und einfach für mich so ein bisschen, ja, eben ein Selbstexperiment starte und ein bisschen faste und so. Ich habe das Ganze aber eigentlich als Vorwand gebraucht. Denn ich kann euch das nicht beschreiben, aber irgendwas in mir drin hat mir einfach gesagt, faste wieder, Nina. Das war einfach so ein Gefühl. Einfach so das Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, dass ich wieder fasten soll. Ich kann euch das wirklich nicht so beschreiben, es war einfach halt ein Gefühl in mir drin. Ich meine, jeder von uns hatte schon mal ein Gefühl, dass einem vielleicht gesagt hat, mach das oder das, und das war eben bei mir so. Und dann habe ich auch wieder angefangen zu fasten und eben auch meine Eltern haben sich ja nichts dabei gedacht, weil das war halt wieder so ein Selbstexperiment. Und eigentlich hatte ich vor, nur so ein paar Tage zu fasten, doch am Ende habe ich einfach einen ganzen Monat lang durchgefastet und durchgezogen. Eigentlich schon krass, wenn man bedenkt, dass ich zu dieser Zeit weder an Gott geglaubt habe, noch Moslem war, noch irgendwas. Und trotzdem habe ich es durchgezogen. Dieses Video wird ein ganz spezielles Video. Denn morgen ist Ramadan und ich werde fasten. Es werden sich jetzt bestimmt viele fragen, ob ich Muslimin bin oder wenn ich es nicht bin, warum ich faste. Ich bin keine Muslimin. Warum ich faste? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich möchte da eigentlich auch nicht so viel dazu sagen, weil es halt auch sehr persönlich ist, finde ich. Wisst ihr, wenn das Essen jetzt hier nicht in meiner Nase wäre, wäre es ja nicht mal so schlimm, ne? Aber dieser Geruch von diesem Brot und dann sehe ich da überall Essen. Oh mein Gott. Oh, es ist so Kopfsache. Es ist wirklich kranke Kopfsache. So Leute, jetzt wird gegessen und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, ne? Fakt ist übrigens nicht, meine Eltern sind draußen am Essen. Also die haben schon gegessen, natürlich, aber die sind draußen am Grillen. Deswegen bin ich hier drin allein. Ich wollte einfach nicht aus dem Bett, weil, ja, was willst du machen? Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, es ist so komisch, weil ihr müsst wissen, letztes Jahr, als ich gefastet habe, war es überhaupt nicht schlimm für mich. Ich glaube einfach auch, es macht es einfach auch so schwierig für mich, weil halt meine Familie nicht mitfastet. Und ich weiß nicht, dann bist du immer so alleine. Und das war zwar erst der erste Abend, aber egal, ich werde nicht wieder rumheulen. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Also ich werde auf jeden Fall noch nicht aufgeben. Ja, und was ich auch noch loswerden wollte kurz. Ich habe vorhin gerade die Kommentare durchgelesen unter meinem neuen Video. Also unter meinem Fasten-Vlog Teil 1. Und da hat auch jemand so geschrieben, ja, Fan, das halt mega lächerlich, wenn man sich halt um andere Religionen mehr kümmert als um seine eigene. Und ob ich denn eigentlich auch was für meine eigene Religion machen würde. So, ich finde es einfach sehr frech, weil du hast ja gar keine Ahnung. Und von woher nimmst du dir das Recht, sowas zu behaupten? Ich meine, es kann ja sein, dass ich gar nicht an Gott glaube und dass ich gar keine Religion habe. Es kann aber auch sein, dass ich sehr viel für meine Religion gemacht habe, aber jetzt einfach gemerkt habe, dass es vielleicht nicht die richtige ist. Ich habe meine Tage bekommen. Ich weiß nicht, irgendwie nervt es mich einfach. Ich will mir echt überlegen, ob ich einfach halt trinke durch den Tag, aber dass ich halt trotzdem erst aber am Esse, wenn ich dann meinen Tag nicht mehr habe, möchte ich halt weiter fasten. Wenn ich jetzt wieder komplett normal lebe, dann wird das wieder ganz schlimm sein. Wisst ihr, was heißt, ich bin müde, ich habe noch nichts geschlafen, weil Schlafrhythmus ist komplett am Arsch. Also ich habe nämlich am Anfang, als ich angefangen habe zu fasten, dachte ich mir immer so, ja, es kackt mich irgendwie so an, das durchzuziehen und soll ich das wirklich durchziehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe halt immer daran gezweifelt, so, ob ich es wirklich durchziehen werde. Aber jetzt so, also für mich gibt es gar keine Option mehr. Also für mich ist einfach ganz klar, ich werde fasten. So. Ich werde heute nicht fasten, ich werde den Tag aber nachholen, weil wir bekommen heute Besuch. Und ja, es ist einfach für mich sehr schwierig, als Einzige zu fasten, wenn jeder neben mir ist. So kommen wir zum Feedback
vom Ramadan. Ich habe einfach heute meine Tage bekommen. Schon wieder. Und ich hatte sie erst vor 2 Wochen. Also irgendwie heißt es wohl, faste nicht, es ist okay, es reicht. Das ist jetzt 3 Wochen durchgezogen, es ist okay. Also es ist echt krass, dass ich die schon wieder bekomme. Also ich bin gerade so ein bisschen geflasht, weil ich weiß nicht, warum ich sie schon wieder bekommen habe. Also es ist für mich wirklich irgendwie ein Zeichen, mach nicht. Am Anfang, die ersten 3, 4 Tage, dachte ich wirklich so, oh mein Gott, das halte ich niemals einen Monat aus. Das ist ja nicht zum Aushalten, das ist einfach so anstrengend. Und ich muss sagen, man gewöhnt sich dran. Und auch als ich diese eine Woche nicht fasten konnte, wegen meiner Tage, ich bin ja gleich wieder eingestiegen danach und es lief gut. Ich hatte keine Mühe damit. Und ich glaube, auch wenn der Wille da ist, dann geht das auch. Es hat wirklich viel auch mit Wille zu tun. Ich fühle mich wirklich sehr gut nach diesen 4 Wochen und man fühlt sich so ein bisschen frisch. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder fasten. Das ist natürlich für mich schon mal klar. Ja, ich muss auch sagen, ich kann eigentlich nur positive Sachen daraus entnehmen. Und jetzt fragt man sich bestimmt, wieso hast du einen ganzen Monat lang gefastet, wenn du an nichts geglaubt hast? Ich meine, wenn du gläubig bist, dann fällt dir Fasten allgemein leichter, weil dann hast du auch einen Sinn dahinter, so, ne? Aber einen Monat lang zu fasten, ohne wirklich einen Sinn dahinter zu haben, ist halt schon krass. Bei mir war es aber so, dass ich zu diesem Zeitpunkt einfach nicht aufhören konnte oder wollte. Also, es hat sich einfach so gut und richtig für mich angefühlt. Und zum allerersten Mal nach über 2 Jahren hatte ich nicht mehr diese Ängste vor dem Tod. Also klar, die waren immer noch da, aber es wurde mir so ein bisschen genommen. Es fühlte sich wirklich so an, als würde Gott mir diese Angst nehmen. Diese Ängste nehmen, besser gesagt. Das waren ja mehrere Ängste. Ihr müsst verstehen, ich habe ja nicht an Gott geglaubt. Und ich war ja, wie gesagt, auch jemand, der immer gesagt hat, es gibt keinen Gott, laber mich nicht voll mit diesem Thema, es interessiert mich nicht. Und ich werde auch niemals irgendwie konvertieren, ich werde auch niemals an Gott glauben. Ich war sehr, sehr strikt in meinem Denken. Und ich habe mir dann auch selber so gesagt, das kann ja nicht sein, dass ich mich im Ramadan so viel besser fühle. Wie ist das möglich? Es war wirklich krass, weil während dem Ramadan habe ich mich wirklich besser gefühlt und hatte so dieses wohlig warme Gefühl in meiner Seele, in meinem Herzen. Also wirklich ganz, ganz speziell das zu beschreiben. Und nach dem Ramadan kam wirklich so die schlimmste Zeit. Also 2020 nach dem Ramadan war meine schlimmste Zeit in meinem Leben. Es war für mich sehr, sehr schwierig, das zu akzeptieren, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was das ist. Es kann ja nicht sein, dass ich während dem Ramadan so ein tolles Gefühl in mir drin habe und sobald der Ramadan vorbei war, wirklich noch am nächsten Tag, geht es dir wieder so schlecht wie vorher. Das kann ja eigentlich nur eine Macht von Gott sein. So, das waren halt so meine Gedanken. Und wiederum habe ich mir trotzdem die ganze Zeit gesagt, Nina, hör auf, dir sowas einzubilden. Es gibt Gott nicht. Du bist halt gerade so am Ende, dass du dir das einfach alles nur einbildest und dass du einfach irgendwas brauchst, wo dir Halt gibt. Also hör auf, dir irgendwas einzureden. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Das ist einfach irgendwie Fantasie in deinem Kopf. Und ich habe das auch wirklich so ein bisschen versucht zu verdrängen, weil ich, wie gesagt, nicht offen war bei diesem Thema und es für mich sehr, sehr schwierig war, an einen Gott zu glauben. Also das war für mich sehr, sehr schwierig, auch zu akzeptieren, dass es Gott gibt. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass da meine schwierigste Phase kam in meinem Leben. Und zwar war es so, dass ich nach dem Ramadan immer tiefer in so ein Loch gefallen bin. Es ging mir wirklich auch schon vorher, seit 2018 nicht so gut, das habe ich ja schon gesagt. Aber es war einfach dann noch schlimmer und noch intensiver. Meine Ängste haben sich verstärkt. Oder nicht noch mehr Angst, aber einfach halt noch mehr daran gedacht. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht und ich bin teilweise nicht mehr aus meinem Bett gekommen. Ich hatte keinen Appetit mehr, ich war energielos, motivationslos und ich lag teilweise wirklich nur in meinem Bett herum, habe geweint und habe mich einfach nur gefragt, für was lebe ich? Und ich weiß noch, einen Tag, der war ganz, ganz schlimm. Ich lag mega lange im Bett am Morgen, ich glaube, das war ein Samstag oder ein Sonntag, ich weiß nicht mehr. Ich bin dann nach unten in die Küche gegangen und da war meine Mutter, das weiß ich noch. Und als ich sie gesehen habe, bin ich in Tränen, glaube ich, ausgebrochen. Plus minus war das so und dann hat sie mich in den Arm genommen und mir gesagt, dass jeder von uns das mal durchmacht im Leben, dass es ganz normal ist und dass ich mir nicht so einen Kopf zerbrechen soll, weil der Tod gehört einfach dazu zum Leben und das ist einfach ein Teil von uns. Jeder von uns wird der Tod erleben. Es hat mir zwar gut getan, was sie mir gesagt hat und es tut immer gut, wenn die eigene Mutter dich in den Arm nimmt. Das nimmt dir so die Ängste, sage ich jetzt mal, aber irgendeinmal, wenn du in einem Alter angekommen bist, wo du halt auf dich allein gestellt bist, dann weißt du, dass deine Mutter dich ja nicht vor allem beschützen kann. So, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, du kommst alleine auf die Welt und du stirbst alleine. Niemand konnte mir diese Angst nehmen, meine eigene Mutter nicht. Ne? Und man lebt ja als Kind so lange immer mit dem Gedanken, meine Mama kann mich retten oder mein Papa kann mich retten. Und irgendwann weißt du einfach,
diese Ängste kann dir niemand nehmen, so. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe dann auch professionelle Hilfe gesucht und dann habe ich auch einen Termin vereinbart, bin da auch hingegangen. Ich muss sagen, es hat mir gut getan, mit jemandem darüber zu reden, der mich nicht kennt. Sie hat mir auch gute Sachen gesagt, aber irgendwie hat sie mir trotzdem das alles nicht nehmen können, versteht ihr? Und dann bin ich auch nicht mehr gegangen, weil mir das irgendwie trotzdem nicht gereicht hat. Ihr müsst auch wissen, zu diesem Zeitpunkt waren nicht nur meine Ängste da oder meine Depressionen auch. Ich hatte sehr, sehr viel Streit und Auseinandersetzungen mit Freunden und auch mit Leo, weil ich sehr, sehr sensibel war und emotional war. Ganz verständlich, ne? Wenn du Depressionen hast, jeder, der das hat oder hatte, der weiß, von was ich rede, der kennt diese Gefühle ganz genau. Da bist du halt sehr, sehr sensibel und du vertragst einfach nichts. Also da kann dich jemand nur ganz kurz ein bisschen anfahren und du fängst direkt an zu weinen. Und ich und Leo, wir hatten zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr viel Streit, weil ich alles persönlich genommen habe. Und ich habe auch teilweise einfach immer aus dem Nichts angefangen zu weinen. Da war immer so, warum weinst du jetzt schon wieder? Ich habe mit ihm auch lange nicht darüber reden können, weil ich habe mich einfach geschämt. Ich habe mich so geschämt, über dieses Thema zu sprechen. Und die allererste, die darüber Bescheid wusste, war meine Mutter. Eben an diesem Morgen da, glaube ich. Das war das allererste Mal, dass ich das so gestanden habe. Ansonsten habe ich das ja auch lange nicht wirklich wahrgenommen. Man weiß zwar immer, okay, es geht mir schlecht, aber bis man wirklich so wahrnimmt, okay, ich glaube, mir geht es wirklich mega, mega schlecht, braucht es irgendwie wie eine Zeit. Ich habe es, wie gesagt, auch an Leo nicht erzählt, hatte, wie gesagt, viel Streit mit ihm und ich habe es auch meinen Freundinnen nicht wirklich erzählt. Und dann eines Abends hatte ich wieder einen kleinen Streit mit Leo, es war gar nicht ein Streit, haben uns ein bisschen angezickt und dann habe ich einfach angefangen zu weinen und ich habe einfach nicht mehr aufgehört. Und er war dann so, ja, also, wo willst du denn jetzt so hin, wenn du wieder nur am Weinen bist? Was wollen wir denn jetzt machen? So können wir ja nirgends hin. Und dann sind wir einfach nach Hause gefahren. Auf dem Weg nach Hause habe ich auch einfach so geheult. Und dann ist er angehalten auf dem Parkplatz, habe mich angeguckt und er so, sag mal, was hast du eigentlich? Warum weinst du jetzt schon wieder? Ich habe ihm einfach nur gesagt, es geht mir einfach nicht gut. Mehr konnte ich ihm nicht sagen. Und ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich eben Angst vor dem Tod habe und dass mir der Sinn des Lebens fehlt und dass mir das alles mega schwer fällt und so. Und ja, er saß dann da und hat mir auch zugehört und findet das halt sehr, sehr krass, dass es mir halt so geht, weil er kann sich das wie gar nicht so vorstellen, dass man so diese Ängste hat vor dem Tod oder dass man so keinen Sinn vom Leben hat, weil er das halt nicht hat oder nicht kennt und er halt seit er klein ist diesen Sinn im Leben hat und der Glauben ihm mega viel Halt gibt. Und ich fand das sehr, sehr schön, dass er mir das so gesagt hat. Ich meine, ich konnte es ja mittlerweile wie besser nachempfinden, weil ich ja auch gefastet habe und ich ja auch so ein bisschen dieses Gespür von Gott gespürt habe, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich deswegen das ein bisschen besser nachempfinden konnte. Aber trotzdem war es ja für mich immer noch kein Thema, irgendwie zu konvertieren oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall sind wir dann im Sommer 2020 zusammen in den Urlaub geflogen. Und das war auch ein Horrorurlaub. Es ging mir nur schlecht. Ich habe teilweise einfach am Strand unter meiner Sonnenbrille geweint. Einfach für mich. Ich hatte gar keinen Grund so. Wisst ihr, es ging mir einfach schlecht. Ich muss mir ein bisschen bequemer machen hier gerade. Ich wollte auch nicht, dass es irgendjemand mitbekommt. Ich wollte gar nicht, dass andere wissen, dass ich weine. Ich wollte auch gar keine Aufmerksamkeit. Es kam einfach aus mir raus. Und dann war wieder eines Nachmittags ein großer Streit zwischen mir und Leo. Ich weiß nicht mehr warum. Das war eigentlich total banal, ne? Dann hat mich Leo in die Hand genommen und dann sind wir an den Strand gesessen und er hat mir dann nochmal gesagt, er so, hey, komm, wir reden jetzt mal darüber, erzähl doch mal deine Ängste, erzähl mir mal alles nochmal. Und dann habe ich ihm das alles nochmal erzählt und dann habe ich ihn auch gefragt, zum Beispiel, ja, was ist denn eigentlich deiner Meinung nach dem Tod? Was passiert denn mit uns, wenn wir sterben? Weil das hat er mir so noch gar nie erklärt. Und er hat dann wirklich was so Schönes zu mir gesagt. Er hat mir damals dann über das Paradies erzählt. Er hat mir natürlich gesagt, es gibt so die Hölle und das Paradies, aber das wusste ich ja auch schon so ein bisschen vom Hörensagen. Und er hat mir damals das Paradies so schön erklärt. Er hat gesagt, dass wenn wir ins Paradies kommen, dass wir all dieses Leid, das wir auf dieser Erde hier haben, nicht mehr haben. Dass jeder von uns glücklich sein wird. Dass es kein Hass und kein Neid geben wird. Dass es keine schlechten Taten geben wird. Und dieses Gefühl, das du zum Beispiel jetzt gerade hast, dass du das auch nicht haben wirst. Das Paradies ist wirklich, wie man sich ein Paradies vorstellen kann. Ein wunderschöner Ort. Ein Ort, wo wir uns wirklich gar nicht mal ausdenken können. Das ist außerhalb unseres Vorstellungsvermögens. Es gibt da keinen Hass, keinen Neid und wir werden alle glücklich sein. Und das hat mich zu diesem Zeitpunkt damals irgendwie so geflasht, als er mir das erzählt hat. Ich fand das so schön. Und zum allerersten Mal nach langer, langer Zeit hatte ich wieder so ein bisschen ein
ganz, ganz kleines Glücksgefühl in mir. Und nach diesem Urlaub hat sich für mich dann sehr, sehr viel verändert. Weil er musste mir wirklich nur über dieses Paradies erzählen. Und das hat mir irgendwie gereicht, so um einfach mehr darüber wissen zu wollen. Und ich habe mir dann ganz, ganz viele Bücher über den Islam bestellt. Wirklich tonnenweise Bücher über den Islam. Weil ich einfach mehr darüber wissen wollte und ich einfach Antworten haben wollte. Und ich habe auch sehr, sehr viel mit anderen darüber geredet. Ich habe es geliebt, über den Islam zu reden. Ich konnte gar nicht aufhören, über den Islam zu reden. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch zwei Freundinnen. Eine, die als Muslim geboren ist, aber sich wieder mehr für die Religion interessiert hat. Und eine, die eigentlich so Christin, Buddhistin war, so ein bisschen so aufgezogen wurde und sich dann auch für den Islam interessiert hat. Und das war super spannend für mich, weil ich hatte halt mit ihnen halt voll einen spannenden Austausch über den Islam. Und die eine von ihnen ist jetzt übrigens auch konvertiert zum Islam, alhamdulillah, in derselben Zeitspanne eigentlich wie ich. Also das gehört auch ein bisschen zu der Geschichte dazu, weil ich, wie gesagt, damals sehr, sehr viel über das Thema geredet habe. Ich habe auch an Leo immer mal wieder Nachrichten geschrieben oder auch mit ihm darüber geredet. Und umso mehr ich über den Islam gelesen habe, mich auch informiert habe, umso verwirrter war ich ja dann auch, ne? Weil irgendeinmal war ich an diesem Punkt angekommen, wo ich selber nicht mehr sagen konnte, glaube ich an Gott oder glaube ich nicht an Gott. Ich konnte die Frage nicht beantworten, weil ich wusste, da ist irgendwas. Und irgendwie glaubte ich auch an Gott, aber ich konnte halt diesen Gedanken nicht wirklich akzeptieren. Und es ging dann über mehrere Monate so, das war dann fast ein Jahr, bis zum Ramadan 2021. Wir kommen wieder zum Ramadan. Ich muss allgemein sagen, wie man sieht in meiner Geschichte, Ramadan hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Seit meinem ersten Ramadan 2019 hat sich sehr, sehr viel verändert und hätte ich damals nicht gefasst, sag ich, wäre ich halt nie so weit gekommen, wie ich heute bin, alhamdulillah. Und deswegen hat Ramadan für mich eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Ich meine, wie für alle anderen Muslime auch, aber für mich ist es halt nochmal so ein Teil meiner Geschichte irgendwie. Auf jeden Fall war dann wieder der Ramadan hier. 2021 und ich war ja immer noch kein Moslem, aber für mich war ganz klar, ich werde fasten. Also da war es dann nicht mehr nur ein Selbstexperiment. Ich habe da auch nicht gevloggt oder so. Für mich war das wirklich damals einfach nur für mich. Und damals war auch meine Abschlussarbeit. Also ich habe damals 3 Wochen lang eine Abschlussarbeit geschrieben und die fing genau am ersten Tag vom Ramadan an. Also plus minus. Diese Arbeit ging wirklich jeden Tag, 8,5 Stunden am Tag. Es war sehr, sehr anstrengend. Und am Ende wurde das dann auch benotet. Und ich habe den ganzen Monat lang durchgefastet. Ja, habe ich geschafft und ich habe auch überhaupt gar nicht irgendwie mal daran gedacht aufzuhören. Und ich weiß noch, das haben mir dann alle gesagt, hey Nina, mach das doch nicht. Ich meine, warum machst du das? Du hast deine Abschlussarbeit, deine Abschlusspräsentation. Das ist viel zu anstrengend für dich, das musst du doch gar nicht machen. Ja, natürlich muss ich das nicht machen, ne? Aber ich wollte es einfach. Und wieder war mein Bauchgefühl da, was mir einfach gesagt hat, Nina, faste und mach das. Es hat mir so gut getan und ich habe auch im Ramadan 2021 wirklich gespürt, okay, das ist das Richtige. Wir haben uns im Ramadan dann auch zusammen, also ich und die eine Freundin, die als Moslem auch schon geboren wurde, wir haben uns dann mit anderen Mädels getroffen, die halt auch ein bisschen mehr über den Islam wissen wollten, aber auch schon Muslime waren alle. Und eine unter ihnen, die hatte halt ein bisschen mehr Wissen über den Islam, weil ihr Mann auch ein Imam ist. Aber der war nicht mit uns, wir waren einfach nur die Mädels und wir wollten einfach so ein paar Fragen beantwortet bekommen. Und da wir eben wussten, dass sie halt so ein bisschen mehr Wissen hat, haben wir sie halt auch gefragt. Und es war super schön, wir haben uns im Ramadan getroffen, bei ihr zu Hause und haben so ein bisschen über den Islam gequatscht. Auf dem Sofa war super gemütlich und ich habe dann einfach alle meine Fragen ihr mal so gestellt. Sie hat es mir dann auch beantwortet und es war super spannend für mich. Es war auch sehr, sehr schön, mal mit jemandem darüber zu reden, der halt auch Moslem ist und mir diese Fragen beantworten kann. Ich hatte ja vorher nicht wirklich Kontakt mit Moslems, die mehr Wissen haben, außer halt zu Leo, ne? Aber ich muss sagen, ich habe mit Leo nicht so... Also ich habe mit Leo schon über Religion geredet, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe den Austausch mit einer Frau sehr, sehr geschätzt, weil ich finde halt auch gerade... Im Thema Frau kann mir eine Frau ja auch besser Auskunft geben in Bezug auf den Islam. Und wir haben uns 2-3 Mal getroffen, eben einmal einfach so, ein bisschen zum Quatschen, einmal für Iftar, da haben wir alle zusammen gegessen und Iftar zusammen gemacht. Einmal haben wir uns auch nochmal getroffen und haben uns dann dazu entschieden, spontan alle zusammen in die Moschee zu gehen. Und das war sehr, sehr,
sehr, sehr krass für mich. Also das war mein allererstes Mal in einer Moschee. Das allererste Mal mit einem Kopftuch. Und sie war so eine süße Maus. Sie hat uns Gebetsteppiche geschenkt von Mekka. So ein Dua-Buch, so ein kleines. Ein Buch über den Islam. So ein Lernbuch, was ich bis heute immer noch habe und ich liebe es. Ich habe das durchgesuchtet. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Kann aber auch ein Buch sein für Muslime, die nicht mehr so viel Wissen haben und einfach wieder ein bisschen alles auffrischen wollen. Ein super Buch, super beschrieben, super erklärt, ganz einfach auch, mit Bildern und so auch. Und sie hat uns eine Gebetskleidung geschenkt. Die habe ich auch heute immer noch, die nutze ich auch immer noch zum Beten. Und das ist wirklich eigentlich so eine schöne Geste. Und ja, dann war das, wie gesagt, mein allererstes Kopftuch, das ich anhatte. Und ich habe das allererste Mal auch mit dieser Gebetskleidung gebetet. Wir sind dann in die Moschee gefahren und ich war mega nervös. Also meine Freundin, die kannte das ja schon so ein bisschen, die war ja als Moslem geboren. Aber die hat sich halt nicht so krass eben mit der Religion beschäftigt, wie gesagt. Und auch für sie war das natürlich auch aufregend so. Und dann sind wir zusammen in die Moschee, eben mit den anderen Mädels. Und haben dann einfach zusammen gebetet. Also ich hatte ja keine Ahnung, ich habe ja noch nie in meinem Leben gebetet. Und ich war so, was macht man? Keine Ahnung, was sagt man? Und ich habe einfach alles das nachgemacht, was sie gemacht hat, was die anderen gemacht haben. Und habe einfach mal so ein bisschen gesehen, wie das ist. Und es war schon sehr, sehr weird. Also es war für mich schon sehr komisch, zu beten. Ich weiß noch, ich dachte mir so, oh mein Gott, ich bete einfach gerade jemanden an, etwas an. So, das war für mich schon krass, muss ich schon sagen. Also ich war ja Atheistin und für mich war das wirklich sehr, sehr komisch und unvorstellbar. Aber es war auch irgendwo durch schön so. Aber es war trotzdem komisch. Nach diesem Ramadan hat sich bei mir sehr, sehr viel verändert. Also ich muss auch sagen, es ging mir besser. Dadurch, dass ich eben auch gelesen habe, dass ich Antworten bekommen habe, dass ich immer wie mehr auch an Gott geglaubt habe. Das war ja wie so ein Prozess. Ich habe nicht von heute auf morgen einfach an Gott geglaubt, sondern es war wirklich so ein Prozess. Und dadurch, dass ich immer wie mehr an Gott geglaubt habe, gingen auch meine Ängste immer wie mehr weg. Also es ging mir immer wie besser. So, wisst ihr, wie ich meine? Nach diesem Ramadan 2021 wusste ich einfach, das ist es. Das ist es. Das ist mein Weg und das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und ich glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und ich glaube an all das, was er erschaffen hat und was er von uns verlangt und keine Ahnung, das war für mich einfach irgendwie sonnenklar. Und ich habe gerade so Gänsehaut, Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, und danach ging es eigentlich ziemlich schnell, ne? Also der Ramadan war, glaube ich, Ende Mai fertig und Anfangs Juli 2021 habe ich dann meine Schahada ausgesprochen. Also ich habe dann zum Islam konvertiert. Das war auch ganz simpel und einfach zu Hause. Ich habe es mit Leo gemacht, aber Leo war nicht direkt neben mir, war einfach im selben Raum, weil ich wusste nicht, wie man das ausspricht auf Arabisch und er hat mir dann geholfen und wir waren beide super nervös. Er hat auch Gusel genommen, also die Ganzkörperwaschung und war wirklich auch sehr, sehr angespannt. Und dann saßen wir da beide und dann meinte er so, okay, wir machen das jetzt. Und ich sage euch ehrlich, gerade die Tage vor der Konvertierung waren sehr krass, weil Shaitan mir ganz viele Sachen eingeflüstert hat. Von wegen, mach es nicht, deine Eltern werden dich niemals akzeptieren, niemand wird dich akzeptieren. Du wirst es bereuen, es ist ein Fehler, es ist nicht das Richtige. Warum glaubst du plötzlich an Gott? Hör auf damit. Dann habe ich es einfach gemacht, weil ich mir einfach gesagt habe, Nina ist einfach das Richtige. Und glaub mir, wenn ihr spürt, dass es das Richtige für euch ist, dann wartet nicht. Und wichtig ist einfach, frag dich die Frage, könntest du sterben mit dem Gewissen, dass du kein Moslem bist? Wenn du die Frage mit Nein beantworten kannst, dann konvertiere. Wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, ja, du kannst auch als Nicht-Moslem sterben, dann bist du noch nicht so weit zu konvertieren. Und weil ich die Frage ganz klar beantworten konnte, so, ich könnte niemals sterben mit dem Gewissen, dass ich kein Moslem bin, wusste ich einfach, Nina, mach es jetzt, weil, wie gesagt, du weißt nie, wann du stirbst. Es war so emotional. Wir saßen da, beide mega nervös und habe ich zuerst auf Deutsch gesagt, geht ja ganz einfach, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Dann noch auf Arabisch. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und ich weiß noch, die Worte kamen so gebrochen aus mir heraus. Ich war so nervös. Mein Herz ist mir fast rausgeflogen. Und als ich das ausgesprochen habe, das letzte Wort, habe ich einfach angefangen zu weinen. Es ist aus mir rausgeströmt. Wirklich, ich habe wie gespürt, wie wenn mir alles so aus mir rausgenommen wurde und wie so ein Neustart im Leben. Man sagt ja auch, wenn man konvertiert, du fängst auf Null an. Also du bist wie neu geboren. Und so hat sich das wirklich für mich auch angefühlt, wie eine neue Geburt. So. Und das war, subhanallah, so krass. Ich habe so geweint, Leute. So geheult. Einerseits eben aus Freude. Und ich war so voll mit Glück gefüllt. Und ich wusste, das ist das Richtige. Und ich muss ganz kurz eine andere Kamera nehmen, weil die andere keinen Akku mehr hat. Ich habe natürlich auch bis zum Zeitpunkt meiner Konvertierung immer mal wieder auch daran gezweifelt, ob es Gott wirklich gibt. Aber ab diesem Zeitpunkt, direkt nach meiner Konvertierung, als ich so geweint habe, wusste ich einfach, nee, das kann nur das Richtige sein, weil
Wieso sollte ich dann sonst so weinen? Emotionen und Gefühle, die kann man ja nicht faken. Also, wenn ich etwas fühle, dann ist es ja echt. Und warum sollte sich die Kommentierung so richtig anfühlen, wenn es nicht das Richtige ist? Wisst ihr, was ich meine? Und das war so Panala wirklich sehr, sehr krass für mich. Ich habe danach auch die Ganzkörperwaschung gemacht, mich gewaschen und alles. Und war dann wirklich einfach, ja, eben Moslem. Es ist schon krass. Schon wirklich sehr krass. Und dann hat ein neues Leben für mich angefangen. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, let me know. Wenn ihr wollt, dass ich mal so ein Q&A mache über das Ganze und euch einfach Fragen zu diesem Thema beantworte. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich rede, wie gesagt, sehr, sehr gerne über den Islam immer noch. Natürlich. Ich muss auch sagen, es ist mir gerade so ein bisschen Stein vom Herzen gefallen, endlich es ausgesprochen zu haben, weil ich weiß, ich war zwar immer sehr eindeutig eigentlich auf meinen Social-Media-Kanälen, aber trotzdem habe ich es nie so 100% zugegeben. Und ich wollte eigentlich das schon lange irgendwie sagen, aber es hat mir so ein bisschen der Mut dazu gefehlt, weil ich weiß, dass die Leute sehr, sehr touchy sind und ich weiß auch, dass die Haram-Polizei auf Social Media real ist und dass sie alles judgen, was du falsch machst. Aber ich kann darüber stehen, weil ich weiß, ich kenne die Religion, ich weiß, was falsch ist und was nicht. Und auch wenn ich was falsch mache und mich immer darauf hinweist, es geht mir nicht mega nahe, weil ich weiß, dass es einfach eine Sache ist zwischen mir und Allah und dass ich ja jeden Tag mein Bestes versuche und dass meine Absicht das Wichtigste ist und alles ist, was zählt. Und deswegen kommen mir solche Kommentare auch nicht so zu nahe, sage ich jetzt mal. Falls es auch unter euch Kommentierte gibt, schreibt mir doch das ganz gerne auch in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie viele von euch selber auch kommentiert sind. Und auch wenn es Christen gibt, die gerade dieses Video sehen oder auch halt Atheisten, was auch immer, let me know, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich tausche mich sehr, sehr gerne darüber aus. Und ja, das war meine Geschichte. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ich beende das Video mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.